Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, nur die Harten kommen durch den Garten. Und für dieses müssen wir den Garten des Maschinisten in der Operation Mechagon auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne dabei von versteckten Flammenkanonen, selbststürzenden Hecken, Disco, Bomb, Ultron oder prasselnden Flammen getroffen zu werden. Und was ist das alles an Effektszeug? Und zwar diese Flammen seht ihr hier gerade schon. Und zwar sind es die Flammenkanonen oder versteckte Flammenkanonen und die gehen immer von der Mitte aus. Und zwar sind dann alle paar Sekunden erscheinen dann kurz diese Kanonen und sobald die einmal kurz da waren, sieht man gleich schon, dass die Flammen losgehen. Also man kann sich da ein bisschen ausrichten, weil wenn man genau drauf steht, hat man quasi keine Chance auszuweichen. Wie es bei mir gerade am Anfang war, da war es extrem knapp. Ich dachte, ich wurde instant erwischt, war aber nicht der Fall. Dementsprechend habe ich hier in dem Try auch das Achievement bekommen. Was müsst ihr noch ausweichen? Und zwar diesen Segenblätten, das sind diese selbststutzenden Dinger. Hier seht ihr nochmal diese Kanonen, also man sieht sie kurz am Anfang, kann sich dann ausrichten und quasi dann mitlaufen. Ihr müsst gucken, die drehen sich in verschiedene Richtungen. Dann diese Feuerkreise auf dem Boden, in die darf man auch nicht reinlaufen. Und dann gibt es noch als letztes genauso Kreise, bloß sind die dann halt nicht rot, sondern wie ihr hier seht, diese hellblauen Kreise. Das sind die vier Sachen. Die Kreise sind echt easy zu dodgen, diese Sägeblätter sind auch einigermaßen einfach und das Einzige, was ihr wirklich aufpassen müsst, sind halt die Kanonen in der Mitte, dass ihr drauf schaut, wo sie spawnen. Das habe ich am Anfang ja nicht gemacht und da wäre ich fast reingekommen, gerade noch den Roar gezündet und dementsprechend mein Achievement abgeräumt. Das ist übrigens ein Personal Achievement, heißt, wenn eure Gruppenmitglieder Movement Günther sind und nicht rauslaufen, dann ist euch das egal, ihr müsst moven und dementsprechend bekommt ihr dann das Achievement, wenn ihr es geschafft habt, von nichts getroffen zu werden. Natürlich ist es dort von Vorteil, wenn ihr ein bisschen Damage habt, weil umso schneller der Boss fällt, umso schneller habt ihr quasi euer Achievement. Übrigens, diese Flammentürme, die am Rand stehen, die Random-Spiele abschießen, die zählen nicht dazu, die kann man auch nicht dodgen und die müsst ihr auch nicht töten, also einfach den Boss durchtunneln und fertig ist. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.